Bevor das eigentliche Video anfängt, möchte ich kurz erwähnen, dass es sich bei diesem Glitch um einen alten Money-Glitch handelt, der vor circa 4 Wochen gepatcht wurde. Allerdings wurde dieser Glitch gestern wieder entpatcht, so dass er gerade wieder funktioniert. In diesem Video seht ihr jetzt zwar das alte Video zu diesem Glitch, da mir bei den Aufnahmen zu diesem Glitch vorhin die Elgato abgeschmiert ist und da ich jetzt keine Zeit mehr habe, das Ganze noch einmal neu für euch aufzunehmen. Allerdings gibt es eine kleine Änderung bei diesem Glitch, als wie ihr es jetzt gleich im Video sehen werdet, und zwar müsst ihr den Glitch komplett alleine machen, weil sobald ein Freund von euch in der Garage ist oder bei euch an der Garage anschellt, verschwindet der blaue Kreis und deshalb macht den Glitch einfach alleine und ignoriert die Stellen im Video, wo ihr einen Freund braucht. Alleine ist der Glitch zwar ein bisschen schwerer, aber ich habe ihn auch beim 4. oder 5. Versuch geschafft und von daher denke ich mal, dass ihr den Glitch auch hinbekommen werdet. Jedenfalls findet ihr unten in der Videobeschreibung und in den Kommentaren auch noch ein kurzes Video, das wirklich beweist, dass der ganze Glitch jetzt gerade wieder funktioniert, und deshalb rate ich euch, macht ihn so schnell es noch geht. Aber ich habe genug rumgelabert, lasst uns mit dem eigentlichen Video anfangen. Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich mal wieder einen brandneuen Unlimited Money Glitch mit Bypass für euch. Im Grunde ist dieser Glitch eigentlich die Afterpatch-Variante des Money Glitches, den Zeddy vor circa 2 Tagen hochgeladen hat, und dieser Glitch funktioniert jetzt halt wieder mit einer kleinen Änderung. Außerdem sind die blauen Kreise in der Garage wieder zurück, die wir auch für diesen Glitch benötigen, also dickes Lob an dieser Stelle mal an Rockstar Games. Jedenfalls ist dieser Glitch wirklich mega einfach und der funktioniert auf der PlayStation 4, auf der Xbox One und auch auf dem PC. Allerdings müssen die PC-Spieler bei diesem Glitch ein Auto nehmen, welches weniger als 150.000 GTA-Dollar beim Verkauf einbringt, denn sonst funktioniert der Glitch leider nicht auf dem PC. Außerdem umgeht dieser Glitch auch das neue Anti-Cheat-System, wenn ihr euch wirklich genau an das haltet, was ich euch in diesem Video sage, und deshalb könnt ihr die Autos bei diesem Glitch alle am laufenden Band verkaufen und euch so extrem viel Geld verdienen in richtig kurzer Zeit. Auf jeden Fall wäre es cool, wenn wir auf diesem Video mal wieder die 1000 Likes packen würden, und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann lass mir auf jeden Fall ein Abo da, denn bei mir gibt es immer die besten und die neuesten Glitches in GTA Online. Aber ich würde sagen, kommen wir einfach mal zu den Vorbereitungen für diesen Glitch. Zunächst einmal braucht ihr eine eigene Firmengarage mit einer Tuning-Werkstatt und ihr braucht ganz kurz die Hilfe von einem Freund. In eurer Firmengarage braucht ihr auf dem 6. Stellplatz einen voll aufgetunten LG Retro Customs oder ein anderes Fahrzeug, welches ihr euch halt verdoppeln wollt. Wichtig ist aber, dass dieses Auto keine dreckige Kopie ist, und das Auto muss ein eigenes Nummernschild haben, welches ihr euch über die iFruit-App bestellt habt, denn sonst kann es passieren, dass ihr am Ende eine dreckige Kopie bekommt, die vom Anti-Cheat-System erkannt wird. Als nächstes braucht ihr noch einen normalen Elegy, den ihr opfern könnt, und eure Firmengarage muss komplett voll mit Autos sein. Habt ihr nun diese Vorbereitungen für diesen Glitch getroffen, können wir auch schon mit dem eigentlichen Glitch anfangen. Als allererstes müsst ihr nun zusammen mit eurem Freund in den LG Retro Customs einsteigen, der sich ja auf dem 6. Stellplatz in eurer Firmengarage befindet. Seid ihr nun in diesem Auto drin, öffnet ihr nun euer Handy und geht runter auf das Internet-Symbol. Seid ihr hier nun angekommen, haltet ihr nun die Gas-Taste gedrückt, also auf der PlayStation 4 wäre das die R2-Taste, und circa eine Sekunde später drückt ihr nun die X-Taste, um in euer Handy-Internet zu gehen. Dieser Teil ist auf jeden Fall ein bisschen tricky und hier werdet ihr bestimmt auch 4 bis 5 Versuche brauchen, bis das Ganze klappt, denn so war das auch bei mir. Jedenfalls habt ihr alles richtig gemacht, wenn euer Freund euch nun sagt, dass ihr einen schwarzen Bildschirm habt und ihr immer noch in eurem Handy-Internet drinne seid. Nun drückt ihr einmal die Pausentaste und geht rüber auf den PlayStation bzw. auf den Xbox Store, und wenn dort nun steht, dass der Store geschlossen ist, habt ihr wirklich alles richtig gemacht. Nun müsst ihr euer Pausenmenü ganz schnell zumachen und dann müsst ihr ganz schnell die Dreiecktaste spammen, damit ihr aus dem Auto aussteigt, denn wenn ihr jetzt hier an dieser Stelle zu langsam seid, würdet ihr mit dem Auto wieder nach draußen fahren. An dieser Stelle hört nun dann auch der Blackscreen von eurem Freund auf und ihr könnt den Rest des Glitches nun komplett alleine machen. Nun müsst ihr euch zum blauen Kreis in eurer Garage begeben und dort müsst ihr nun den LG Retro Customs von Stellplatz 6 gegen den LG, der sich auf dem Stellplatz 5 befindet, tauschen. Wenn ihr das nun gemacht habt, werdet ihr nun merken, dass im Grunde nichts passiert ist, aber die Autos haben sich nun getauscht, auch wenn ihr das Ganze nur im Menü des blauen Kreises sehen könnt. Nun müsst ihr in euer Handy-Internet gehen und dort müsst ihr euch nun einen neuen normalen LG kaufen und diesen müsst ihr euch dann auf dem 6. Stellplatz in eurer Firmengarage bestellen.
Nun müsst ihr erst einmal 3 Minuten abwarten, bis ihr die Meldung bekommen habt, dass der LG nun geliefert wurde. Und wenn ihr nun diese Meldung bekommen habt, geht ihr nun rüber zum Fahrstuhl und dort geht ihr jetzt rüber in eure Tuning-Werkstatt. Seid ihr hier nun angekommen, wiederholt ihr das Ganze einfach wieder und geht einfach wieder zu Fuß zurück in eure Firmengarage. Seid ihr hier nun wieder in eurer Firmengarage angekommen, werdet ihr nun merken, dass ihr nun in der Firmengarage 2 LG Retro Customs stehen habt. Und zwar ist der LG auf dem 5. Stellplatz jetzt das Originalauto und der LG, der sich auf dem 6. Stellplatz befindet, ist der duplizierte. Und damit dieses Auto sich nun auch abspeichert, müsst ihr nun in dieses Auto einsteigen und mit diesem Auto einmal rüber in die Tuning-Werkstatt fahren. Seid ihr hier nun angekommen, müsst ihr jetzt hier erst einmal die Farbe des Nummernschildes ändern und boom, das Auto hat sich nun auch schon abgespeichert. Nun könnt ihr die Tuning-Werkstatt wieder verlassen und das Auto einfach verkaufen gehen. Leider müsst ihr aber immer den ganzen Glitch komplett von vorne machen, wenn ihr euch ein weiteres Auto duplizieren wollt, aber trotzdem bekommt ihr pro Auto um die 950.000 GTA-Dollar und von daher finde ich diesen Glitch richtig krass. So Leute, ich hoffe, dass ihr nun alle diesen Glitch verstanden habt und dass ihr diesen Glitch so schnell es geht macht, bevor Rockstar Games wieder die blauen Kreise aus der Garage entfernt. Ich bin aber auf jeden Fall jetzt mal raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Like da. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos, denn dann verpasst du in Zukunft nichts mehr in GTA Online und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.